Ich bin oft überwältigt von der Fülle und der Schönheit, die uns umgibt. Und dass die Natur sich so vollkommen verströmt und nichts zurückhält. Und das treibt mich auch in meiner Arbeit an. Die Frage, wo findet Schönheit und Sinnlichkeit in meinem Leben statt? Und wenn ich male, dann kann ich mich ganz mit der Quelle verbinden, dann bin ich ganz eins mit ihr. Und das Gold in meinen Bildern, das ist wie eine kostbare Bühne, vor der ich die Dinge und die Situation inszenieren kann. In der traditionellen christlichen Kunst steht Gold für die himmlische Herrlichkeit. Und in meinen Bildern ist es auch ein Sinnbild für innere Ressourcen, die wir haben und in uns tragen. So ein bisschen wie im Märchen von Rumpelstilzchen, wo Stroh zu Gold gesponnen wird durch einen Zwerg. Genauso sind wir auch alle aufgefordert, das Stroh in unserem Leben zu Gold zu spinnen. Frieden, Schönheit, Sinnlichkeit und Genuss in unserem Leben zu finden und auch das Leben unserer Mitmenschen damit zu bereichern. Ich bin Tanja Gott, die Goldmalerin.